Hey Leute, ich bin's wieder, euer Dave aka NeroDevil und heute habe ich eine kleine Final Fantasy 15 Review für euch. Ich weiß, das Game ist schon mittlerweile eine Woche lang draußen und nach Review-Maßstäben ist das schon uralt. Aber wisst ihr was? Mir doch egal, ich mach's jetzt trotzdem. Und gleich zu Beginn möchte ich anmerken, dass ich noch nie wirklich einen Final Fantasy Teil gespielt habe. Ich habe mich zwar immer für die Serie interessiert, weil ich ein großer JRPG-Fan bin, aber dieses rundenbasierte Kampfsystem oder wie es jetzt zum Schluss hin immer war, diese semi-rundenbasierten Kampfsysteme haben mir halt überhaupt nicht gefallen. Das bedeutet für euch aber, dass dieses Video nicht die Meinung eines Final Fantasy Fanboys ist, sondern wirklich jemand, der mit Final Fantasy 15 in die Serie eingestiegen ist quasi. Und damit wirbt Final Fantasy 15 ja auch gleich beim Starten des Spiels, dass es ein Final Fantasy für Veteranen und Neueinsteiger ist. Also, mal schauen, wie es mir als Neueinsteiger so gefallen hat. Auf die Story des Spiels selbst möchte ich jetzt nicht wirklich eingehen, einfach wegen den Spoilern. Aber meine allgemeine Meinung zur Hauptstory des Spiels ist, ja, sie macht halt ihren Job. Aber wenn man sich darauf einlässt, bekommt man eine solide Story mit durchaus spannenden und fesselnden Wendungen. Und selbst mit meinen drei Roadtrip-Buddies, bei denen ich mir anfangs dachte, boah, was sind denn das jetzt schon wieder für klischeehafte Charakter, konnte ich mich im Verlauf der Story sogar richtig gut anfreunden. Sind mir sogar ziemlich ans Herz gewachsen, die Jungs. Genauso ist übrigens auch mit dem Hauptcharakter Noctis, der anfangs ein wenig wie das weinerliche Weichei rüberkommt, dessen Beweggründe und Emotionen ich dann aber im weiteren Spielverlauf durchaus nachvollziehen konnte. Was man bezüglich zur Story aber noch wissen sollte, ist, dass es einen Final Fantasy 15 Film gibt, der nennt sich Kingsglaive, und bevor man das Spiel selbst spielt, sollte man sich den Film schon reingezogen haben. Ganz einfach, weil die Geschehnisse, die im Film passieren, Auswirkungen auf das eigentliche Spiel haben, beziehungsweise die Vorgeschichte des Spiels ist quasi, oder das Ganze ein wenig ins Spiel hineinspielt. Lass es mich nochmal anders erklären. Also, die Ereignisse des Films spielen bis leicht vor dem Spiel, bis kurz nach Anfang des Spiels. Und das Doofe ist, wenn man den Film nicht gesehen hat, weiß man halt nicht wirklich, warum das Ganze jetzt so ist, beziehungsweise wie das Ganze passieren konnte. Daher klare Empfehlung, vorher Kingsglaive schauen und dann das Spiel zocken. Und ja, ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so geil, dass man sich vorher einen, keine Ahnung, 15-Euro-Film anschauen muss, um die Story komplett zu verstehen, also... Ja, aber seien wir mal ehrlich, es gibt ja auch noch im Internet andere Möglichkeiten, um sich Filme anzuschauen. Ich will euch da jetzt zu nichts anstiften, aber ich sage ja nur. Darüber hinaus gibt es auch noch einen Anime, aber der ist eigentlich nur dazu da, um die einzelnen Charaktere des Roadtrips, also Tomto, Gladio und Ignis, ein wenig näher vorzustellen und zu zeigen, welche Beziehung sie eigentlich zum Hauptcharakter haben, beziehungsweise wie sie aufgebaut haben, diese Beziehung. Kommen wir als nächstes zur Spielwelt. Diese ist ja eine riesige, frei begehbare Spielwelt, ähnlich wie Skyrim, Fallout oder so weiter. Und die ist, wie ich finde, ziemlich gut gelungen. Es macht Spaß, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren und sich die Umgebung anzuschauen. Und ja, dafür hat man genügend Zeit, weil man ja eh nur auf den Straßen wie Schienen quasi dahin fahren kann. Zumindest so lange, bis man dann das fliegende Auto freigeschaltet hat, was erst nach Beendigung der Story passiert. Aber ich muss sagen, das hat mich überraschend wenig gestört. Ich bin normalerweise jemand, der sich über solche künstlich aufgebauten, ja, Wartezeiten, könnte man sagen, aufregt, aber bei Final Fantasy 15, ja, hat es mir irgendwie nichts ausgemacht. Ich habe es tatsächlich genossen, einfach nur mit meinen Roadtrip-Buddies im Auto zu sitzen, den Gesprächen zu lauschen und derweil die Umgebung anzuschauen. Aber so toll sich eine riesige offene Spielwelt auch anhört, die will natürlich gut gefüllt sein mit Aufgaben, Quests und so weiter. Und da muss ich leider sagen, dass neben den Hauptquests die Sidequests einfach nur, ja, maximal zweckmäßig sind. Es gibt vielleicht ein, zwei gute Sidequests, an die ich mich jetzt erinnern würde. Zum Beispiel war eine davon, dass ich an einem auf der rechten Seite blinden Behemoth vorbeischleichen musste. Das war richtig spannend, aber ansonsten sind es eigentlich Standard-Töte-dies-und-bring-mir-das-Quests. Und auch die Final Fantasy-typischen Jagdaufträge, die man in den Restaurants bekommt, sind auch nur simple Töter-Quests. Auch wenn es hin und wieder geile Gegner sind, muss man schon sagen. Die Gegner sind echt cool gestaltet. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Hauptquest ist völlig in Ordnung, macht auch Spaß, was hauptsächlich auch an der Story liegt. Aber die Sidequests finde ich jetzt nicht so wirklich gelungen. Aber macht denn wenigstens das Kampfsystem Spaß? Und da kann ich gleich sagen, ja, mir schon. Und das Kampfsystem war auch der einzige Grund, warum ich mir dieses Final Fantasy geholt habe. Weil es jetzt nicht mehr dieses Rundenkampfsystem ist, das ich so sehr hasse, sondern wirklich ein Echtzeitkampfsystem, in dem man aktiv ausweichen, blocken, parieren und ja, eben auch angreifen muss. Wobei angreifen eher
Button-Mashing gleichkommt. Aber hey, ich ziehe das dem klassischen Rundenkampfsystem auf jeden Fall vor. Und wem dieses Kampfsystem zu hektisch ist, der kann im Menü den Warten-Modus einschalten. Dieser pausiert das Spiel im Kampf einfach, wenn man sich nicht bewegt, und so kann man eben immer noch seine Strategien ausarbeiten, einzelne Ziele anvisieren und so weiter. Aber fürs Kampfsystem gibt es von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Aber bei all den Dingen, die ich gerade erwähnt habe, muss ich sagen, für mich das größte Manko an Final Fantasy 15 ist die Spielzeit. Und ich weiß, viele von euch werden sich jetzt denken, was, bist du verrückt, das kannst du doch nicht sagen, Spielzeit ist ja eh extrem lang und so. Aber ja, ich finde, für mich halt zumindest nicht. Nach nur 35 Spielstunden war ich nämlich schon bei der finalen Hauptquest. Und nach weiteren, keine Ahnung, 5 oder 6 Spielstunden, die ich dann gelevelt habe, habe ich das Spiel auch schon durchgehabt. Dabei muss ich natürlich sagen, ich habe auf dem Weg dorthin nicht jede Sidequest gemacht. Ganz einfach, weil sie mir, wie gesagt, nicht sonderlich viel Spaß gemacht haben. Und hey, seien wir mal ehrlich, Final Fantasy 15 ist kein MMORPG, wo man in eine Stadt geht, alle Quests erledigt und dann zur nächsten Stadt und so weiter. So spielt man MMOs, aber keine Singleplayer-Rollenspiele. Aber ja, von den Entwicklern angekündigten 50 Spielstunden, die man für die Hauptstory brauchen sollte, und 100, wenn man dazu noch die ganzen Sidequests erledigt, ja, bin ich dann doch recht weit entfernt. Denn ja, inzwischen habe ich auch viele der Sidequests erledigt und bin immer noch unter 50 Spielstunden. Das bedeutet, dass ich das Spiel wahrscheinlich keine 100 Stunden spielen werde. Aber natürlich ist mir auch klar, dass meine Spielzeit von, keine Ahnung, 45 Spielstunden oder so, die ich gerade habe, viel mehr ist als das, was ich für dasselbe Geld bei Call of Duty oder so bekommen würde. Ist mir schon klar, Final Fantasy ist ein langes Game, aber eben nur nicht so lange, wie ich es von einem JRPG erwarte. Denn ich habe auch für jedes Tales Game, das ich gespielt habe, und das waren einige, weit über 50 Stunden gebraucht, um die Story zu komplettieren. Aber zum Glück gibt's, wie ich mir zumindest sagen habe lassen, wie in jedem Final Fantasy, auch in diesem Final Fantasy Dinge, die man nur nach der Story-Komplettierung machen kann. Zum Beispiel gibt's dann einen geheimen Dungeon, den man nur mit dem fliegenden Auto erreichen kann, der dann so um die 5 Stunden oder so dauern soll. Und auch so eine riesige Schildkröte, die man zwar auch schon vor Beendigung der Story machen könnte, aber dort eben noch zu schwach ist. Und ich bin mir sicher, da gibt es auch noch einige Sachen, hab da selbst noch nicht wirklich reingeschaut, das sind eben die Dinge, von denen ich weiß. Und im Großen und Ganzen fasst es auch schon meine Meinung zu Final Fantasy zusammen. Daher wird das Video wohl eher ein Meinungsvideo sein als eine Review. Naja, ich reviewe ja eigentlich aus meiner Sicht. Egal. Auf jeden Fall ist Final Fantasy 15 für mich als Nicht-Final Fantasy Fanboy immer noch ein sehr, sehr gutes JRPG geworden. Nochmal kurz zusammengefasst, die Story ist echt gut gemacht, auch wenn sie jetzt keine Oscars gewinnen würde oder so, aber ich habe zum Schluss schon Tränchen verdrückt. Die offene Spielwelt sieht klasse aus, macht Spaß sie zu erkunden, die Sidequests sind aber eher mau, das Kampfsystem ist klasse und die Spielzeit etwas zu kurz meiner Meinung nach. Im Großen und Ganzen kann ich das Spiel aber jedem JRPG-Fan uneingeschränkt empfehlen, der etwas mit dem Kampfsystem anfangen kann. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht, ich spiele es jetzt auch immer noch, weil ich noch ein paar Waffen sammeln möchte, diesen geheimen Dungeon noch machen möchte, diese Riesenschildkröte besiegen will und ja, das Ganze könnt ihr übrigens auch auf Twitch verfolgen, streame ich in letzter Zeit öfter. Nee, so geht das. Aber ja, das soll es im Großen und Ganzen auch schon wieder gewesen sein mit dem Video. Vielen, vielen Dank fürs so lange dranbleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.